Werden ja, geht schon. Ja, Leute, was geht ab? Heute werden wir mal Caillou verarschen zu zusammenschneiden. Also es ist eine ganz normale Folge. Nicht, dass ich denke, dass ich irgendwas fälsche. Ja. Dann geht's mal los. Und ich werde euch nicht viel reden. Caillou überlegte sich, wem er diese Valentinskarte geben wollte. Diese Karte ist für Clementine. Sie mag Sterne. Wo ist Jack lieber? Das ist komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier irgendwo war. Hier ist der Kleber. Wir brauchen ihn nicht mehr. Halt der Maus. Peter, ich mag dich sehr, aber ich hab leider keine andere Wahl. Really, nigga? Dich, Mami. Ich hab eine für Leo gemacht, eine für Clementine, eine für Xavier und eine für... Hast die Menge an Spielzeug gesehen, alles? Okay. Halt, stopp! Sonst kriegt sich mal keiner auf Schnauze. Die Valentins... Monkey on a car. Fuck off. Als Caillou endlich bei Leo war, konnte er es nicht erwarten, die Valentinskarten seinen Freunden zu geben. Hast du deine Valentinskarten schon verteilt? Nein, wir haben auf dich gewartet. Leo! Caillou und Leo freuten sich, dass sie den Vormittag miteinander verbringen konnten. Auch auf der Stelle anzuspielen. Mom! Ich bin hier, Mami. Wir sind Bären in einer Höhle. Du bist scheiße! Wir wollen für den Anfang ein paar Streckübungen machen. Also streckt alle eure Arme hoch bis zur Decke. Ich berühre schon die Balken. So, und jetzt beugen wir uns zur einen Seite und zur anderen. Das wär's. Und jetzt berührt eure Zehen. André! Hey, guck mal! Und jetzt lassen wir alle die Arme kreisen. Caillou gab sich große Mühe, aber diese Übung war wirklich schwer. Wenn ich auf diese Trommel schlage, dann möchte ich, dass ihr mit den Füßen stampft. Genauso wie ich es mache. Fertig? Los! Okay. Really, nigga? Fertig? Los! So, eins, zwei, eins, zwei. Caillou gab sich wieder große Mühe. Er wollte dem Lehrer zeigen, dass er das konnte. Ich kann es! Alle mal herhören. Also passt auf, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Übung, Bockspringen. Einer muss sich auf den Boden hinhocken, den Kopf einziehen und die anderen springen über ihn drüber. Ich bin ein Ziegenbock. Ich will das auch versuchen. Über André drüber zu springen war nicht leicht. Caillou war ein bisschen entmutigt. Versuch's nochmal. Und dieses Mal musst du deinen Kopf richtig einziehen, André. Also los, Caillou. Gut, ihr wart alle toll. Also bis zum nächsten Mal. Ich will nicht mehr weiterleben.